Und Solek übrigens immer noch nicht wieder da. Somit spielt hier wieder SK dasselbe Lineup wie eben. Okay, wir sind echt nochmal Mirage. Kleine Enttäuschung hier, aber gut. Mein Rack ist richtig gut drauf. Von daher mal gucken. Gut, dann mal viel Spaß. Attack darf als T starten. Dann spielen wir direkt ein Argo. Boah! Crystal Egg teilt direkt mal aus gegen Kerrigan. Und SWH machen, damit man mehr erkennt. Nettes Smoke da auch auf die Kiste. Die haben wir eben schon mal gesehen. Ich dachte, die war verworfen, aber anscheinend ist sie schon geplant. Damit dann, na klar, damit der Spieler, der hier jetzt vielleicht auf den Stromkasten springt, nichts sehen kann. Und bisher zahlt sich's aus. Aber Smokes gehen jetzt weg und darauf hat, glaube ich, wird das auch gewartet. Jetzt gibt's die Retake-Flashes. Angel über Base. Gab's aber auch eine Gegenflash. Oh. Lotus macht Frags, Frags Austausch, MNL und Rack. Oh, da geht er auf den Diffuser. Genau die richtige Entscheidung. MNL fällt. Und die Bombe geht hoch. Schön. Krass. So ein Instant Rush. Und Kucher wird sich. Nein, nicht schwarz ärgern, aber er wird so flame, dass er dort einfach den Instant Headshot bekommen hat. So, wieder Instant B-Row. Boah, ey, also, wenn das Alternate nicht irgendwann mal auf die Füße fällt. Sie räumen so ekelhaft immer auf. Und da wie 13-12. Na, wenn das manchmal auch ein Draw wird. So, die nächste Eco sollte. Nächste Anti-Eco sollte dann auch kein Problem sein. Außer Virtus beweist den richtigen Riecher. Und stehen jetzt irgendwie mit 5 AEs irgendwo. Schnell Richtung A unterwegs. Manuel, Schüssel im B-Haus. Ah, doch nicht schnell. Eine ungewöhnliche Taktik von Alternate in einer Anti-Eco. So, MNL wird vorgeschickt. Zählt es aber gerade niemand auf Spot. Crystal ist da. Hat er gefaked? B. Kriegt sogar einen. Mitte war aber gepusht. Somit bekommt er gleich Besuch im B-Haus. Oh, sie glauben, glaube ich, immer noch, dass B gelegt ist. Aber jetzt sehen sie es. Keine Bombe dort. Und da decken sie auch schon CD-Base ab. Sollten vielleicht nicht allzu weit vorgehen, nicht unnötiges Risiko eingehen. So, die Hawks haben auch gewonnen. Freut mich. 16 zu 13. War auch ein knappes Spiel. Auf die 2. Wieder Instant Argo. Sie wollen hier ins Bett anscheinend. Schöne Position von Felix. Macht den ersten. Schöner One-Shot. Aber das hier einfach so stark. So, 3 gegen 3. Alle mit 100 HP noch. Equipment auch gut vorhanden bei Attex. Boah, schöner E. Fox richtig low. Netter Molly. Aber hätte vielleicht eher CT-Base gemusst. Dennoch, Crystal, finde ich da Fox. Bombe immer noch nicht gelegt, aber Smoke liegt. Trotzdem schwer, hier die Runde zu gewinnen. Oh, die Russen natürlich auch ganz gut geben. SK hat aber die Bombe und SK ist da extrem aufgedreht gerade. Also, ich meine,
nicht im Sinne von krass sein, sondern aufgeregt sein. LOL! Was war das bitte für ein Luckshot? Da würde sich, glaube ich, auch gewundert haben. Vielleicht kannst du sogar noch machen. Er hat 100 HP, er hat sogar den Vorteil. Und Eska macht's! Alter! What the fuck? Der wird aber gerade gute Stimmung sein im Voice. Der Orga gewinnt einfach mal 1 gegen 2 gegen Virtus Pro. Alter. Wahnsinn. Auch irgendwie. Weiß nicht. Unnötig vielleicht von Virtus? So, wieder geht's B raus. Ist eine HE von Adrian. Stirbt. B somit wieder frei schon. Seine Namen wieder. Das will noch ein paar Exit-Tracks. Boah, was ist Molly? Aber wie sinnlos der eigentlich rausgeworfen wurde. So, schön. Man haut auch zusammen ab. Bombe geht hoch. Zähler auch bei Attacks. Navi läuft immer noch. 13-13 und Pause. Mal gucken. So, Smoke für die Mitte. Ansonsten wieder ein A aufbauen. Dann können wir jetzt schon zur Genüge. Mit SK allein in der Mitte. Zwei Haus, zwei Action. Doppel-AWP bei Virtus. Fox macht auch SK. Jetzt gibt es die Smoke für Kerrigan, die Flash für... Die Action, Crystal geht raus und kann den Holzspieler machen. HE zur Base, Rack. Boah, wenn Crystal es jetzt schafft, in die Base zu kommen. Schöne Ansage mit der Flash. Boah, er kriegt die Fuß. Nein, aber richtig geil gedacht eigentlich. Schön kommuniziert, da die Flash zu fordern von Crystal und dann rückwärts reinzufahren. Eigentlich super gedacht, ein bisschen Pech. Trotzdem eigentlich noch drin alles. Weil man hat keine Gegenfläche mehr. Adrian. Noch eine. Boah. Dann bin ich in Haus. Gut abgesmoked schon. Da wird er nichts mehr machen können. Steppt jetzt auch. Ah. Keine Chance. Sollte jetzt die Waffe nicht noch verlieren. Unnötig. Boah, also ich habe da null gesehen. Krasse Runde von Virtus. Aber die hätte auch gut in gern andersrum ausgehen können. Hattex hat eine schöne Idee da gehabt. Hat leider nicht geknappt. Doppel-AWP auch behalten. Felix Mugdöner, aber es spielt komplett nochmal. SK hat er wahrscheinlich Ansage bekommen, das ein bisschen anders zu spielen. Die Smoke liegt eigentlich gar nicht so gut. Hä? Warum macht Kuche denn der Frack? Na! Er tötet einfach sein Mate. What the fuck? Jetzt macht Angel SK und jetzt gibt's wieder den Go. Sehr schön. Also die Smokes liegen immer ziemlich gut bei Attacks. Vielleicht kommt man diesmal zum Planten. Das sieht danach aus. Jetzt braucht man unbedingt noch einen Frag. Man hat kein Equipment mehr. Nur noch Aim jetzt. MNL zieht da gut vor. Vielleicht springt da einer rauf. Felix mit dem Fight schon am Spot. Und wieder ist es nur noch MNL unten im Haus. Da fährt Foxy mal einfach rein. Wie eigentlich? War der hier auf dem Steg? Natürlich auch geil. Zielt hier irgendwie so. Keine Ahnung, zielt irgendwie vor und dann springt auf einmal. Also zielt zur Leiter und dann kommt einfach mal von hier links einer rum. Na gut, zwei Runden Folge für Virtus.
Jetzt sind wir mit einem anderen Aufbau diesmal. So, Rack smokt da wieder Base. Fliegen wir mal kurz der Smoke hinterher. Okay, er soll es noch nicht machen. So geplant? Das wäre interessant mal zu wissen. Sieht eigentlich ganz gut aus, als ob das wirklich geplant ist. So, Edwin am B gestorben. Der gefällt mir noch ganz und gar nicht in Go. Die Klasse, die er hat. Boah, ein Angel drückt auch gut um. Also wird es schon ganz gut am geben. Aber das ist diesmal ein viel, 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 viel schwererer Gegner, als man es eben hatte. Auch wenn man jetzt hier führt, aber in den letzten Runden, in den letzten drei Waffenrunden, sah Attex gar nicht so gut aus. Gut sind auf dem B, auf dem A draufgekommen. Konnten einmal die Bombe legen, einmal nicht. Aber die Retakes waren einfach viel zu stark von Virtus. Attex hat hier tatsächlich nochmal Geld, um zu kaufen. Die spielen wieder ihren 1. Ne, diesmal gibt es ein Treiberhaus. Da geht eben der Smoke gleich. Das ganz kurz nochmal verfolgen, ob die. Ja, da soll sie nämlich eigentlich hin. Ich habe mich schon gewundert. So, Haus wurde anscheinend gegengeflasht. War wichtig da, den Frick zu ziehen. Oben auf der Kiste. So, jetzt vielleicht mal CDBs einnehmen. CDBs wäre nämlich noch frei. Das macht Crystal auch. Sehr schön. Hat jetzt ein ganz wichtiges Duell. Nein! Oh, wie bitter. Und Rack macht's genau richtig. Geht da auf Frag. Aber links schon. Oben auf dem Radar. Sehr schön zu sehen. Alle auf dem Spot gerade. Beziehungsweise an der Action. Boah, ey. LOL! Und er kommt weg! Boah, schade. Aber wie er den Frag danach durch die Smoke macht. Mit dem Piepen. Also, ich glaube, er hat das Licht der Bombe gesehen und dann einfach dahin geschossen. Knappes Spiel bisher. Attex dürfte sogar nochmal kaufen können mit dem Plant jetzt eben. Ah, legen doch mal eine Deagle-Eco ein. Also vier Runden jetzt schon in Folge für die Russen. Auch mal ein Weg, den man in Zukunft vielleicht gehen sollte. Auch über kurz und sowas. Na, es kam mit Deagle auf dem Rücken, aber. Mit Bombe auf dem Rücken und Deagle in der Hand. Da wird gleich ein CT. Den bekloppt da reinspringen. Ah, Fox hat kurz geguckt, ob die Bombe dort ist. Ah, da wird er nicht vorgehen mit seinem wenig AP. Ah, jetzt sind wir weg. Ui, da verschießt er. Ein bisschen übermütig vielleicht. Ja, aber gute Entscheidung dort von Dossier, die AWP zu safen. Also, dass man wirklich hier die Doppel-AWPs behält. Und die machen wirklich gerade den Unterschied. Mit denen kommt Virtus ziemlich gut klar. Oh, Adrian hat sogar gebankt. Nett. So, nach 5 Runden in Folge wird es mal wieder Zeit für eine Runde für Attex. Aber die Frage ist, ob man hier noch irgendwelche ausgeklügelten Taktiken in petto hat. Oder ob es das schon war. Scheinbar war es das schon. SK wieder Mitte. Da wirklich lange. Ah, der darf jetzt nicht rumschleichen. Er wartet wirklich. So, SK gestorben. Also, da gehen sie auch wirklich gerade auf die Schwachstelle. So, Chris, sind wieder auf Spots. Und jetzt vielleicht mal Base einnehmen und halten.
Das hat man vorhin schon gut gemacht. Sehr schön. Diesmal ist Felix da. Diesmal kommt kein CT recht früh. Felix, sehr schön. Diesmal gewinnt man auch so L. Die Runde sieht gut aus. Wenn sie jetzt keinen groben Fehler mehr sich erlauben. Oh. Huiuiui, das war knapp. Und Angel of Spot ist aber bekannt. Und solange Felix lebt, ist die Runde eh gewonnen. Ach, eigentlich, sobald es alle leben. Da kann Angel nichts mehr machen. Etex holt sich tatsächlich noch eine Runde. Sehr schön, dass sie sich da nochmal Gedanken gemacht haben. Dass sie ja vorhin eigentlich schon mal CDBs waren und da vielleicht ein bisschen Pech hatten. Und das dann einfach normal zu spielen, einfach finde ich gut. Ich meine, sie haben gute Granaten, sie kommen gut aufs Spot drauf. Und CDBs einnehmen ist einfach... Kann einfach die Runde holen. Kann einfach die Runde entscheiden. So, da gibt es gleich wieder die... Boah, was für eine Millimeterarbeit das da von Rack ist. Aber links muss Crystal halt aufpassen. Aber Rack vielleicht da genau, immer nochmal oben rechts. Und jetzt muss Crystal... Boah, das ist hier aber nicht blind. Boah, da blocken sie diesmal extrem aggro und das hat sich ausgezahlt. Sehr schön, sehr schönes Anti von Virtus. Gut drauf eingestellt auf die Ghost. Lassen Etex da gar nicht rauskommen, wenn man mal drauf geachtet hat. Crystal... Lol. Crystal war immer schon sehr weit am Spot von... Und seine Mates waren irgendwie noch am Haus blind. Virtus jetzt einfach mal dafür entschieden, offensiv zu blocken und hat sich... ausgezahlt. Hat komplett funktioniert, haben wir eine 5er-Runde hingelegt. Wieder der Ausgleich, 6 beide. Und es ist eigentlich schon das spannende Spiel geworden, was ich mir erhofft habe. Oder was man vielleicht im Vorfeld erwarten konnte, zumindest bisher. So, man darf nicht vergessen, Etex spielt mit Orga. Dennoch sieht es doch bisher ganz ordentlich aus. Immer nur ein 1-1 Ausgleich, aber links, rechts! Nein, dann laufen sie rein! Boah. Da haben sie einfach so lange gebraucht, um das hier zu töten. Vor allem haben sie nicht mal das Eck gecheckt. Also die kleinen Specials von Virtus, die kleinen Moves, die kleinen Aufstellungen hauen halt gerade hin. Eigentlich die Bombe. Ach, da Funden direkt. Er sollte aber noch die Zeit nutzen, bis die Smoke. Boah. Schön von Angel aber auch. Und da geht Virtus das erste Mal in Führung. Seit der 5-0 Niederlage. Rücklage. Nicht Niederlage. Ego. Aber eine Echo. Also jetzt mal ohne Witz, hat auch schon gestern oder vorgestern einer in die Comments geschrieben. Einzige, der gerade nicht so wirklich überzeugt bei Virtus, ist eigentlich Adrian. Er hat immer Probleme mit irgendwelchen Begos. Wenn sie das noch ausmerzen, sehe ich sogar gute Chancen, dass sie irgendwie ein ziemlich solides Team werden, das oben mithalten kann. So, aber trotzdem hat Altair hier eine schöne Eco gespielt. Drei Waffen, Dossier hätte man auch sogar noch fast bekommen. Und was auch noch ganz wichtig ist, dass Dossier jetzt... Ach, schade, ich wollte gerade sagen, dass man jetzt nur eine AWP hat, aber Fox konnte sich eine leisten. So, letzte Runde der ersten Halbzeit. Sehr wichtig, dass die noch an Etex geht. Viel Equipment. Ah doch, es ist relativ viel vorhanden. Ich bitte nochmal den 1-4-Aufbau.
Mitte stehen sie relativ offensiv. Aber Rack steht diesmal nicht auf dem Dach. Diesmal geht man, glaube ich, komplett auf Contact. Oh, was ein Timing da von der Flash. Oh, jetzt rausziehen. Oh, schön. So, jetzt ganz ruhig. Was? Ja, die drücken manchmal so krasse Shots, ey. So, jetzt bitte einfach mal wieder CDBs einnehmen. Sehr schön. So, bei dem Connector. Einfach defensiv sie kommen lassen. Schöne Gegenfläche nochmal. Ein bisschen Zeit rausholen. Oh, Felix CDBs! Nein! Da muss er halt drauf achten. Boah, aber ganz wichtig von Drag. Junge, Junge, was sind für Headshots fliegen? Also, ich will. Hat der Source auch schon so gedrückt? Also, vom Einzelskill sind die halt schon krass, finde ich. Könnte auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wenn die noch. Wenn die auch so gut im Laden sind. Dann wird Red Dead da untergehen. Gehe ich mal von aus. Also da brauchen sie sich derzeit vor keinem Team verstecken, glaube ich. Zumindest national nicht. So, und auch Virtus geht relativ zackig, zügig A raus. Schöner E gegen Kucher gegen die Bombe. 13 AP nur noch. So, die HE finde ich den. Sauber. So, da gibt es den Retake. Spot muss man erstmal töten. Vor allen Dingen hinter der Kiste aufpassen. Boah, Adrian war das. Der macht keinen. Boah, die HP von Etix. Aber nur noch Angel. Nein! Was für ein Teamkill? Warum? Boah, er zieht durch. Was eine Chaosrunde aber schon wieder. Warum machen die dann einen Teamkill, Mann? Die haben 3 gegen 1 Situationen. Totales Chaos. Wahrscheinlich auch im Voice, wo der letzte ist. Junge, Junge. Angel hätte die Runde nämlich genauso gut machen können. Angenommen, der CT hätte nicht durchgezogen, wäre rumgezogen. Angel gibt ihm Hit und GG. Dann holt er einfach mal das 1-on-3. Aber so nochmal alles gut gegangen. So, die Anti-Eco-Aufstellung haben wir vorhin schon mal gesehen. Und Crystal und SK MN. Ne, Rack schiebt dann noch hin. Schöne Hits schon verteilt. Wollen wir überlegen? Man muss. Will hier wieder über Retake spielen? Und VP hat sogar gekauft, sehe ich jetzt gerade. Boah! MNN räumt auf. Boah, warum zeigt sich Virtus jetzt? Boah, und der Spieler da im Connector hat einen guten. Gute Posi. Boah, die Runde kann Etix nicht machen. Ah, war gut gespielt. Aber nur zu zweit gedeckt, außerhalb. Hatten Smokes, konnten ihr Equipment loswerden. Und der B-Tag war einfach schlecht. Da wurde halt zur Action geflecht oder so und dann nicht rumgezogen. Also es, da waren die Mates noch gar nicht da. Wenn man da wenigstens wartet und dann gemeinsam Retake spielt, kann das das werden, aber so halt nicht. Somit geht die Runde eigentlich, ging die Runde eigentlich auch verdient an Virtus. Haben was riskiert und es hat sich ausgezahlt. Virtus seine Führung jetzt wieder ein bisschen ausbauen. Alternet muss nochmal sparen. Außer sie wollen ja wirklich extrem viel riskieren, was ich nicht glaube.
So, P250 bei MNL. Damit gehe ich noch mit. Boah, DAT hat echt gegen Navi gewonnen. Huiuiui. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. So, jetzt kommt es drauf an, wie steht die Deckung? War extrem breit gefächerter Aufbau. MNL stirbt da leider schon gegen Fox in der Mitte. Wahrscheinlich war es ein AWP-Duell. Wurde gerade ein kurz abgesmoked. Ne, ist im Connector. Boah, die sind immer so aggressiv, die Atex-Spieler. Aber auch guter Move jetzt. Wenn wir auf wie angucken, nur Adrian am B. Jetzt dürfen sie nur nicht auf den Fake reinfallen. Oh, sie denken, dass sie B gehen und das. Wenn Adrian jetzt im Fake. Wenn Adrian jetzt noch einen Frag macht, dann ist der Fake komplett aufgegangen. Alter Adrian! Was du da rumspringst. So, jetzt doch trotzdem der Argo. Uiuiuiui. So, und ob den Attex durchkriegt, den Retake. Wage ich jetzt zu bezweifeln. Kriegen sie immer weiter Hits, ohne hier irgendwas Nennenswertes umzuschießen. Noch mehr Hits. Boah, jetzt auf einmal doch ein. What? Dossier? Oh, Dossier spielt so perfekt. Da merkt man einfach seine unglaubliche 1-6-Erfahrung. Er weiß es genau, wenn er jetzt defensiv geht. Dann halt die Runde, weil er einfach so viel Zeit raus und natürlich das Duell gewinnt oben. Boah, sau gut gespielt von Dossier. Doch, ja. Alex, kein Geld. 12. Runde schon für Virtus. Ich glaube, ich nicht sagen, worauf das jetzt hier hinauslaufen wird. Aber mal gucken, wenn wir nächste Runde vielleicht mal nicht den First Frag kassiert, kann es vielleicht das werden. Ich meine, eben der Retake war irgendwie doch gar nicht so schlecht. Chris ist jetzt sogar First Track. Haus mal aufpassen. So, Chris mit guten Gegenflächen. Es hat noch wenig HP. Oh, ach, schade. So, wenn L vielleicht die Chance oben am Haus. Hack macht einen. Schade. Hack vielleicht noch einen. Ja. Durch die Kiste und trotzdem Headshot. Beide T's low. Felix! Felix! Er hat einen Kit sogar. Alter, geht er offensiv. Schafft er es? Er schafft es nicht. Oh, da muss er doch vorgehen. Vor allem, wenn die Bombe so liegt. Wenn sie hinter der Kiste ist, okay. Spiel den Fake, okay. Aber nicht so. Oh, Mann. Aber das war halt eine Halb... Also eigentlich war es eine Eco, nur Crystal hat eine Waffe und die Runde wird so knapp. Deswegen verstehe ich nicht, warum sie in den Runden, wo sie alle Waffen haben, mal besser aussehen.
Wieder First Frick. Crystal gestorben. Eska an der Base. Noch ein Frick. Am Connector. Boah. Lackt sich da noch ein Shot durch die Wand. Wieder 3 gegen 3. Fox über Connector mit einem schönen Move. Unterbricht er den kompletten Retake und macht es quasi zunichte. Oh, aber Mauskuss ist nicht. Alter, was für grobe Schinze hier teilweise noch. Oh, da treffen sie nicht. Oh, 14-8. Wenn SK da mal noch was umschießen würde. Also heute merkt man ganz, ganz deutlich, dass man hier mit Stand-In spielt. Wie weit Rack einfach auf scoremäßig von seinen Mates abfällt. Heftig. Aber Rack, SK einfach. Auch wenn das scoremäßig nah an MNL ist, frag-technisch reicht es halt nicht. Da ist der Score noch so okay, aber weiß nicht. Das sind dann halt auch teilweise irgendwelche Notchy-Fracks oder ja, Diffuses oder sowas hat er, glaube ich, mal. Dann nicht so wirklich aussagekräftig. So, auf jeden Fall geht es diesmal mit der Bombe B. 4 Mann stehen am A. Felix muss gleich ausrasten. Es wird wohl noch einen kleinen Fake vorher geben. So, da gibt es einen Fake. Felix schickt da nach Haus. Oh. Nein, komm, bitte bleib. Jetzt kommt es auf ihn an. Wie weit sind sie schon? Sie kommen gleich zu dritt. So, sieht den ersten recht gegen. 8. Kein. Großer, wie lange man da kämpft. Junge, Junge. Jetzt stirbt er erst. Schade, aber da macht Felix einfach zu wenig. Und weniger als ein ist halt 0. Und 0 ist nicht nur zu wenig, sondern gar nichts. Warum hat... Ich wollte schon sagen. Hallo, aber warum hat Fox nur P250? Nun gut. Attacks. So, wie sieht es mit Geld aus? Zumindest alle noch im 4. Vielleicht rafft man sich nochmal auf, gibt sich hier noch nicht auf und kämpft noch für das mögliche Draw. Ah. Der LTV sagt uns aber was anderes. Das war's. Schade. Es fing so gut an, 5-0 Führung. Dann 5-5, 6-5, 6-6. Dann zog Virtus vorbei, dann hat man noch das 7-8 gemacht. So eine schöne erste Halbzeit und als CT hat einfach nichts geklappt. Da, wie habe ich ja vorhin schon gesagt, SK merkt man halt schon leider, dass da ein Orga am Werk war. Schade, Attex, aber wir haben einigermaßen ein schönes Spiel gesehen. Seht hoffentlich auch so. Und jetzt könnt ihr